You know what I mean. Don't you? Wo bin ich? Im Haus vom Nikolaus. Du bist wach. Na, vielleicht nicht ganz. Dein Arm wurde betäubt. Für das Tatau. Es ist mutig, im Sturm zu schwimmen. Aber ein Sonnenbad am Strand der Piraten? Ich habe das Gefühl, sein Mund bewegt sich wieder nicht synchron. Das ist so scheiße immer. Du hast das Recht, mich zu töten. Aber ich habe das Recht, dich mitzunehmen. Ich heiße Dennis. Jason. Bangau. You. Labalaba. Der Reiher, der Hai und die Spinne. Ich weiß, wer du bist, Jason. Du bist ein Krieger. Und das Tatau wird dir ermöglichen, dein wahres Ich zu enthüllen. Hör zu. Mein älterer Bruder wurde ermordet. Ich muss meinen jüngeren Bruder und vier andere Freunde finden. Komm. Du hilfst mir also? Ich werde dich befreien. Dann wirst du von niemandem Hilfe brauchen. Oh, Dennis ist so cool. Los geht's, Dennis. Zeigen wir es denen. Treten wir Wes und seinen Leuten in den Arsch. YOLO. Ich hab dich am Strand gefunden. Willkommen in Amanaki, Freund. Es ist wunderschön, oder nicht? Selamat, Tengahari. Ich habe Jason Brody hier bei mir. Der Mann, der Vas lebend entkommen konnte. Weißt du nicht, wer es? Deine Flucht, okay, was? Ist ein Zeichen, dass das Blatt sich wendet. Was? Und unser Volk braucht dringend gute Nachrichten. Also, das ist ein Volk. Was war's? Ruf nur die Stärksten. Sie rief mich. Die Inselbewohner, die Rakyat, akzeptieren mich. Sie nahmen mich in ihren Stamm auf. Tobi, komm. Ja, komm, mein Kleiner. Ja, bist dein lieber Hund, ne? Guck mal. Guck mal, was macht Dennis da? Ist doch nicht wunderschön? Aber mein Wille ist auf einen gerichtet. Ja, komm her. Hier. Na komm, leg dich hin, mein Kleiner. Oh. Bist ein Feiner, ne? Du willst deinen Bruder retten, richtig? Ich hab noch nie auf jemanden geschossen. Wie sagt man noch in Amerika? Für alles gibt es einen. Erstes Mal. Ja, da hat er recht. Lass uns falsch Gesichtern in den Arsch treten, denn ich... Wir werden es schaffen. Hi. Alles klar. Diese Funktürme online. Ohne die... Dann folge mir, mein Freund. Hier. Kommt die Kraft aus dem Dschungel. Aus der Insel. Du musst das Gelände kennen. Du kannst Waffen in Dollarshops und Unterschlüpfen kaufen. Aber wenn du Funktürme aktivierst, sind die bestimmte Waffen kostenlos. Aktiviere Funktürme und erhalte gratis Waffen. Jederzeit wissen, wo du bist. Vas nutzt die Türme, um die Insel zu kartieren und seine Männer zu finden. Störsender blockieren den Zugang. Unser Volk hat keine Verwendung für solche Geräte. Aber du... Du wirst wertvolle Informationen bekommen. Ja, die Störsender sind ganz oben. Jeder Turm deckt ein begrenztes Gebiet ab. Kletter auf alle und du deckst die gesamte Karte auf. I believe I can fly und so? Oder Teleporting Guy, Black Guy of Doom und Destruction? Oh. Geh zum Funkturm. Kisten können wir später öffnen. Erstmal gehen wir zum Funkturm. Ach ja, sliden könnten wir noch nicht. Ja, wir können unendlich lang sprinten. Das ist ziemlich cool. Auch wenn es ziemlich unrealistisch ist, aber das Spiel ist schon realistisch genug eigentlich. Und zwar richtig. Das muss der Funkturm sein. Nein! No shit, Sherlock. Alter, ich dachte, das ist der Eiffelturm.
Stirb, stirb, stirb. Achso, okay. Kann ich dich nicht halten? Aktiviere Funktürme, um die... warte mal kurz. So. Die Karte aufzudecken, Waffen kostenlos im Shop freizuschalten, neue Übergabeaufgaben freizuschalten. Okay. Drücke Escape. Schlange, kaum ein Tier wird zu den Insulanern so verabscheut wie die Schlange. Sie gilt als unsauber, sie zu essen ist tabu. Schlangengift von Rook Island wurde in den 50ern von der CIA verwendet, um die Geheimnisse aus russischen Wissenschaftlern herauszufoltern. Aber auch Alternative zu Wermut in Martinis. Okay, Waffen. Reden wir von einem Klassiker, der so amerikanisch ist wie Apfelkuchen und Einwanderungszäune. Dieses halbautomatische Pistole im Kaliber 45 ist weltweit seit über 100 Jahren im Einsatz. Zum Glück sind sie auf Rook Island eingesetzte Modelle keine billigen chinesischen Imitate. Dieses Maßgefertigte der 1911er, die von einem reichen Einheimischen für seine Privatarmee gekauft wurden, sind quasi identisch mit den einiger USA-Sondereinsatzkräfte. Oh yeah. Handbuch. Orte. Die Stadt Amanaki wird von den Rakyat gehalten und gilt als letzte Zuflucht der geistigen Gesundheit auf Rook Island. Die Bewohner kämpfen, um die Kultur der Raikar am Leben zu halten und hoffen immer noch, ihre Heimat vor den totalen Anarchie retten zu können. Doch vor der Stadt wartet der Dschungel. Bevölkerung. Das mit deinem Bruder tut mir leid. Ich weiß, er hat bei deinen Armeereservisten gedient. Sein Land ist stolz auf ihn. Jason Brody. Als du das erste Mal auf Vars Gefangenlager ausgebrochen bist, habe ich nachgeforscht. Jason Brody aus Los Angeles. Gute Noten, guter Sportler im College. Nur Gelegenheitsjobs nach dem Abschluss. Allein letztes Jahr 6-mal Fallschirmspringen, 2-mal Parasailing, 4-mal Bergsteigen und 7-mal Snowboard fahren. Bist ein Draufgänger. Was? Vater tot. Du hast einen jüngeren Bruder Riley und hattest einen älteren Bruder Grant, inzwischen verstorben. Schade eigentlich. Geheim. An einem amerikanischen Mitbürger. Ich weiß von deiner Flucht aus Vars Camp. Gute Arbeit. In den folgenden Tagen werde ich Informationen über diese Insel auf dein Tablet-PC hochladen. Informationen, die du zum Überleben brauchen wirst. Später werden die außerdem spezifischen Koordinaten mitgeteilt und bald schon werden wir uns treffen. Willkommen im Dschungel. Alles klar. Oh, like a boss, Alter. Like a boss, like a boss, like a boss. Run like a boss, run like a boss. Run like a boss. Nicht runtergucken. Mini-Taschenlampe. Oh yeah. Motherfuckers. Cheer. Bro. Okay. Die Grafik ist einfach Hammer. Auch wenn ich sie auf niedrig eingestellt habe, damit es etwas flüssiger läuft, ist sie trotzdem immer noch der Hammer, Alter. Ist da überhaupt ein Unterschied zu diesen Riesen? Also zu Ultra. Normalerweise spiele ich ja eigentlich auf Ultra, aber ich sehe irgendwie keinen Unterschied, um ehrlich zu sein. Nur, dass es halt flüssiger läuft. Netter Vater? Oh yeah. Hab's erledigt. Gut. Zeig mir deine Karte. Siehst du? Alles, was du wissen musst, ist nun durch den Funkturm aufgedeckt. Geschäfte, Abenteuer. Die Insel ruft nach dir. Und genau du sind die Händler hier von außerhalb. Auch sie brauchen die Funktürme für ihre Geschäfte und sie belohnen dich für jeden befreiten Funkturm. Ein wahrer Krieger muss jagen. So will es die Natur. Sieh auf die Karte und wähle dein Jagdrevier. Hab keine Angst vor deinem Instinkt. Die Gesellschaft lehrte dich zu versagen, nicht die Natur. Hier. Also, willst du deine Freunde retten, musst du den Dschungel kennen. Tierhäute und Leder ermöglichen dir, Ausrüstung und viele Waffen mitzuführen.
Aus Pflanzen kannst du starke Medikamente herstellen, die dich heilen und deine Sinne schärfen können. Geh! Kehre zurück, wenn du den Dschungel beherrschst! Alles klar. Wir holen uns aber erstmal eine neue Waffe. Und zwar die... Ja, seht ihr gleich. La 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 la. Tut mir leid. Voll unprofessionell und so. So, und zwar Sturmgewehre. Und zwar die STG-90. Nein, wir können die uns keinen Dings da leisten. Und so. Okay, haben wir. Dann können wir auch noch verkaufen. Dankeschön. Dankeschön, meine Lady. Hoppa hoppa Reiter, der... Fuck, Erkältung. Ich war nie wieder in Regen 2 Stunden lang Fahrrad, Alter. Hi, Fetisch. Mini-Taschenlampe und ein Auto. Ich kann in diesem Spiel keinen... Dada, Hauptkonkurrent des Dada während des Wirtschaftswunders von Rook Island war der südafrikanische Strius. Beide verfügten über fast gleiche Leistungsdaten, doch Strius war etwas günstiger. Warum? Weil er von Arbeitern hergestellt wurde, die unter den Apartheid diskriminiert wurden. Das war nicht die beste Zeit für Afrika, und Afrika wartet immer noch. Muss aber jeden Tag vorbei sein, oder? Na komm. Sei rutschen. Hey, wie kommt ihr dazu, die Stromkabel als Seitrutsche zu verwenden? Ist ja nicht so, als wäre die Dinger von einem hohen Wesen extra für euch da hingestellt worden. Die Kids sind so gedankenlos heutzutage. Eines Tages wird ein von denen direkt in die Vulkan. Merkt euch einmal meine Worte. Alles klar. Bevölkerung. Dennis Rodas. Nach dem, was ich über das Netz herausfinden konnte, ist der Mann, der sich Dennis Rodas nennt, in Liberia aufgewachsen und mit 18 Jahren nach Amerika ausgewandert. Aus unbekannten Gründen verließ er das Land 10 Jahre später wieder. Ein Team gelte von Job zu Job und landete irgendwann auf Rook Island. Alles klar. Und Waffen. Dieses Sturmgewehr wird von der Schweizer Armee benutzt und in die ganze Welt exportiert. Truppen in Brasilien, Indien und sogar im Vatikan setzen Varianten des STG-90 ein. Und das, obwohl es weder über einen Korkenzieher noch über einen Nagelknipser verfügt. Okay, kurzer Cut. Ich guck mal nach, wie viel Speicher ich noch habe. Ist gleich so voll getogen. Yeah. So, ich habe noch voll viel Speicher. Vielleicht noch für eine Stunde. Nein, okay, eine Stunde ist nicht, aber... Okay, Lex, nicht gut. I believe I can drive. I believe I can touch the sky. Okay. Oh, ich ne... Nein, nicht dahin. Obwohl, doch. So. Von hier aus gehen wir zu Fuß und so. Okay, ich dachte schon. Meine Maus sollte sich gerade eben nicht bewegen, was ziemlich scheiße ist. Grüner Burger-Cheap. Ich verstehe nicht, wieso hier ein Schatz angezeigt wird, wenn hier überhaupt nichts ist. Verstehe ich echt nicht. Ich will den Schatz. Ich hatte den noch nie. Ist er vielleicht auf den Bäumen? Nein, ich glaube ja nicht. Na gut, gehen wir weiter. Genauso wie hier. Wieso? Krieg ich später eine Schaufel oder was? Oh, das wäre natürlich hammergeil. Pflanzen und Tiere besorgen. Aber welche? Ich würde mal sagen, rote Blätter, grüne Blätter, blaue Blätter und Wildschwein heute. Hab ich dich. Ja.
Also gut. Du schaffst das. Jo, Freestyler mit Messer machen das immer. Freestyler machen das wirklich immer mit Messer. Weil halt Messer und so. Ihr wisst, was ich meine, oder? Wisst ihr es? Nein? Okay, dann. Und da ist auch die blaue Skraut. Das wächst nur unter Wasser oder in der Nähe vom Wasser. Was ziemlich beschissen ist manchmal. So. Und jetzt können wir unsere Schnellreise verwenden. Oh yeah. So voll. Okay. Das passt überhaupt nicht. Aber ich will's machen. Okay. Okay. Geh auf. Sesame öffnet Tische. Okay. Breezy Wakame. Breezy Wakame ist die Raikart-Version von Spinat und obwohl es sehr gesund ist, hat es nicht allzu viel Geschmack. Trotzdem wird sicher irgendwann ein Smoothie-Kommunist versuchen, dir das Zeug anzudrehen. Mein Rat, sofort schießen. Wieso? Schraubenbaum. Aus dem Schraubenbaum weben die Rakyat normalerweise Matten und andere Gegenstände. Man kann damit auch viele lokale Gerichte würzen. Die Pflanze an sich ist jedoch nicht essbar. Die Samen des Schraubenbaums sind schwimmfähig und können meilenweit über den Ozean reisen, so wie kubanische Flüchtlinge. Oh, Fackel-Ingwer. Der Fackel-Ingwer, kein Plan, passt ausgezeichnet zu Fisch. Allein auf Rogue Island gibt es ein Dutzend Rezepte mit örtlichen Fischarten und Fackel-Ingwer. Aber pass auf, manchmal entzündet sich das Zeug spontan in deinem Mund und du wirst sofort tot. Der Geschmack ist das Risiko aber jederzeit wert. Ich will aber nicht.